Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands. Wir werden erstmal unseren Aufstieg machen. Geben halt noch mehr in Sniper-Schaden rein. Und sammeln hier eine Runde rum. Können wir hier auch gleich mal gucken, wie wir mit dem neuen Scharfschützengewehr zurechtkommen. Und uns dann halt irgendwann auf den Weg zu Sledge machen. Aber ich glaube, da müssen wir noch einige Banditen vorher töten. Wahrscheinlich ja auch hier. Macht sie alle platt! Hat's weh getan? Das hat zumindest schon wieder eine schnellere Nachladezeit. Das ist schon mal gut. Okay. Ich glaube, ich bin doch ganz zufrieden mit. Ja, das haut ihm kritisch fast weg, die Schläger. Das Geld nehme ich natürlich gerne. Okay, wer will denn noch? Keiner? Aber nur ein kleineres Lager. Nett. Klappe. Schön, dass die auch einfach unbeeindruckt davon sind. Cool, dass das sogar noch ein kritischer geworden ist. Hätte ich ja eigentlich nicht gedacht. Mist. Der bewegt sich wieder zu viel. Hier oben ist nichts. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Auch nicht. Okay. Also relativ ruhig dafür, dass hier so groß oder so viel Platz ist. Wieder daneben geschossen. Okay, also ich glaube, die neuen Waffen rentieren sich hier. Oha. Jetzt habe jemand früh erkannt. Au. Okay, jetzt müsste ich aufpassen. Da ist wahrscheinlich wieder ein Dicker dabei. Ja. Falschen erwischt. So, die werden erledigt. Leider nichts gedroppt. Hallo Schläger. Der hat was gedroppt. Kommst du? Ich schieß doch schon. Hat's weh getan?
Ja, ich glaube, das hat jetzt wieder mehr Schuss gebraucht, als eigentlich schön gewesen wäre, aber passt. Okay, mittlerweile sind wir auch voll. Das heißt, so ein Verkaufsautomat wäre nicht schlecht. Da hinten geht's zur Mine. Sogar mit Pistole. Oder vielleicht kriegt man da hinten auch einfach nur eine Pistole. Ich weiß es ja nicht. Naja, ein paar Gegner auf jeden Fall da. Adler. Ach so, ich wollte eigentlich. Na, das ist die Tastlinie schon wieder zu nah beieinander. Tschüss, Kleiner. Au, 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 au. Hier ist wieder ein Dicker. Nicht gut. Nimm ihn. Hätt's noch gerade noch erledigen können. Okay. Ah, hier ist noch Geld. Gegner sind alle erledigt. Ich bräuchte jetzt mal wieder Munition, wenn ich mir das so anschaue. So langsam wäre es doch an der Zeit. Wer ballert noch? Ah, der. Wie schmeckt dir das? Das lief gut, freut mich. Ha, endlich Sniper-Munition. Ich glaube, hier geht es jetzt weiter. Neues Sniper, aber auch wieder mit Explosion. Aber ich glaube, im Endeffekt sind wir mit der, die wir haben, immer noch besser bedient. Können wir denn irgendwas wegschmeißen? Das hier zum Beispiel. Das ist nicht viel wert. Und dafür nehmen wir jetzt. Jetzt hat es wieder aufgenommen. Schmeißen wir es hier weg. Gut, hier könnten wir einen Fahrstuhl benutzen. Und da oben scheint auch ein Verkaufsautomat zu sein. Das wäre echt praktisch. Dann gucken wir mal. Jawohl. Schön. Und ein Speicherpunkt. Okay, dann wird jetzt verkauft, bis es keinen Morgen mehr gibt. Kann ja eigentlich alles weg, was wir hier haben. Wird halt verdreifachen den Schaden, ja. Ich behalte es immer noch. Ebenso wie den Raketenwerfer. Ach, die ist sogar schlechter als die. Hat halt mehr Schuss. Damit hätten wir jetzt wieder eine ganze Menge Geld und kaufen davon Munition.
Können wir hier wieder Upgrade machen? Nein. Quatsch, nee, Combat Rifle brauche ich nicht, Sniper brauche ich. So, was wäre da? Transfusion haben wir ja gerade verkauft. Ich kaufe noch ein paar Medikits. Eins, zwei, drei. Okay, warte mal. Healing Shield. Ich glaube, das ist sogar besser. Ja. Hat 50. Die Gesundheitsregeneration, ich glaube, die bringt es nicht allzu viel. Das ist ein Monstrum. Es hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Okay, scheinbar sind wir jetzt schon kurz vor Sledge. Jetzt können wir links oder rechts gehen. Ja, wie gesagt, gespeichert ist dahin. Das heißt, dann kommen wir auch relativ schnell wieder hierher. Ich hätte vielleicht vorher mein ganzes Geld ausgeben sollen, dass ich nicht so viel Verluste habe. Puh, ich denke mal, das wird dann... Ah, hat jetzt unglaublich viel gebracht. Ich hoffe mal, wir haben da eine anständige Sniper-Position. Hallo, PS, ihr seid keine Freunde. Na dann. Okay, der hat mich... Ach, das sind auch noch... Ah, da kommen auch noch Gegner. Alles klar. Laufen, laufen, laufen. Ich möchte mal kurz ein wenig Deckung. Okay, wir haben ihn sogar fast. Fuck. Medis. Okay, ich gehe auf die SMG. Ich hoffe da mal das Beste. Ich habe ihn immer noch nicht. Alter. Geh drauf. Puh. So, war das jetzt alles? Okay, dann können wir hier noch ein bisschen was an Zeug einsammeln. Okay, lief besser als erwartet, aber wir hatten jetzt auch den entsprechenden Level dazu. Dann schauen wir uns noch gerade schnell hier um. Jetzt haben wir auch noch einen. Du wüsstest sicher gern, was das ist. Ich sagte ja, die Kammer existiert. In dieser Zeit und an diesem Ort. Was du in Händen hältst, ist der Schlüssel zur Kammer. Zumindest ein Teil davon. Okay, jetzt haben wir halt ein Artefakt gefunden. Gucken wir uns auch noch schnell an. Hier spricht Commander Steve von der Atlas Corporation Crimson Lands, B-Kompanie, 3. Starborn Brigade. Ich wurde über Ihre Ankunft auf Pandora und Ihre Suche nach der Kammer informiert und darüber, dass Sie umgehend begonnen haben, die Einheimischen zu töten. Dieser Planet untersteht der Atlas Corporation und jedes eridianische Artefakt gehört Atlas. Der Besitz eines solchen Artefakts zieht hohe Strafen nach sich. Ich fordere Sie auf, sich am nächsten Lands außer Posten zu stellen und alle etwaigen Informationen oder Artefakte zu übergeben. Betrachten Sie dies als erste und letzte Warnung. Alles klar, kein Problem, machen wir. Okay, oh, hier haben wir noch was drin.
Gut, Munition aufgefüllt. Dann schauen wir mal noch gerade nach. Ach, okay, das wäre das. Das müssen wir jetzt noch abliefern. Ich wollte mir eigentlich gerade noch das Ding anschauen. Aber scheinbar wird das nicht angezeigt. Gut. Hier haben wir ja auch, ja. Was haben wir eigentlich mittlerweile hier jetzt an Bonus bei dem... Ja. Lohnt sich. Gut, dann aber jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.